Jetzt mal einmal dieses Pärchen hier zusammen. Das ist ja das, worum es hier geht, Togetherness. Ich bin Andi, Furtwängler. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin schon seit über 30 Jahren freischaffender Künstler und habe vor fast 20 Jahren den Stefan Eder kennengelernt, damals auf der Kristallhütte. Heute sitze ich in einem atemberaubenden Hotel, das Coolnest. Zum Jahrtausendwechsel, also 2000, habe ich angefangen, so meinen ganz eigenen Stil zu kreieren. Ich habe mich den Insekten eigentlich verschworen und habe die dann in malerisch und später halt auch sehr groß in Stahl umgesetzt. Der große Käfer hier ist ja auch irgendwann gefolgt, nachdem Mountain and Soul damals aufgemacht hat. Und das hat dann hier seinen Platz gefunden. Das steht eigentlich schon seit eh und je da oben. Aktuell habe ich ein bisschen was zum Zeigen mitgebracht. Meine Devise ist so, go where you most feel alive. Das ist aber das, was man hier erleben kann. Und deswegen kommen wir auch so super gerne hierher. Ja, bei der Lampe mit den Schmetterlingen, da war Stefan und Verena schockverliebt. Und ist auch ein Highlight jetzt hier im Haus, wie auch die Schmetterlinge, die im Frühstücksraum hängen. Der Schmetterling selber, der hat natürlich viele Facetten für Leichtigkeit, für Verliebtsein, Schmetterlinge im Bauch. Jeder kann auch für sich selber dann interpretieren, was er damit machen möchte oder wie er das empfindet. Was ich natürlich auch irgendwann mal über die Jahre hier mitgemacht habe, ist die Platzierung der ganzen Mandal, so sagt es hier jeder. Das sind diese kleinen Menschen, die überall irgendwo platziert worden sind. 2006, diese Ausstrahlung von diesem Bild, was dieses Bild auch bedeutet, ist meine Ruhe. Die Malerei hat mich ja von Anfang an immer begleitet. Es war halt so, ich habe immer geswitcht zwischen der Stahlarbeit, sehr, sehr groß. Ja, wir sind am Ort des Geschehens, auf über 2000 Meter Höhe. Vor 20 Jahren hat es hier angefangen, dass man gesagt hat, hey, auf dem Gipfel da irgendwo eine Ausstellung zu kreieren. Natürlich auch mit den großen Insekten. Und habe dann das größte Insekt, das ich überhaupt je gebaut habe, gestartet zu bauen. Sie wiegt ungefähr 1,5 Tonnen und ein Fuß hat 12 Meter insgesamt. Die Spinne, die thront ja immer noch oben auf dem Gipfel. Und es ist auch immer wieder so, ich bin so stolz, dass meine Arbeit immer noch da oben steht. Ja, es wird genossen. Es ist einfach ein Teil des Ganzen zu sein. Und das ist das, was es auch ausmacht. Ja, du kommst hierher, hier ist ein Künstler beim Arbeiten. My name is Amnon. I'm an artist. I live in Tel Aviv. Ich finde es einfach super schön, dass so viele andere Künstlerkollegen kennengelernt habe. Jeder macht so sein Ding und natürlich auch von dem Geist, der darüber kommt, wenn ich mich austausche mit Künstlern, die hier auch schon seit vielen Jahren immer wieder herkommen. Besseres gibt es nicht. Schön, dass wir als Künstler hier die Möglichkeit haben, uns zu platzieren und dass der Stefan und die Verena uns so eine tolle Location als Raum bieten. Togetherness. Ja, ich sag's immer wieder.